Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum kleinen Ergänzung zum Rust Server Guide. Erstmal Leute, wir haben 2021, ja, der Rust Server Guide, den ich euch hier nochmal einblende, oben rechts in der Infobox oder ansonsten der erste Link in der Videobeschreibung. Funktioniert weiterhin einwandfrei. Allerdings bekomme ich in den letzten Tagen, geschuldet dem Rust Vibe, immer wieder eine und dieselbe Frage in den Kommentaren. Warum ist mein Server nicht im Spiel bei Rust angezeigt? Warum können meine Freunde nicht auf meinem Server connecten? Ja Leute, mittlerweile ist es heutzutage so, dass alles nur noch VDSL ist oder sonstiger Müll, so dass ihr keine zugängliche IPv4 mehr habt, so dass man euren Rechner quasi aus dem Internet nicht erreichen kann über eine IPv4. Und solange das der Fall ist, könnt ihr, egal was für ein Server, ob ein File-Server, sonst irgendein Server, zu Hause auf euren Rechner halt nicht über das Internet erreichen. Und somit geht das auch nicht mit einem Rust-Server. Also es können nur Freunde drauf spielen, wenn die in eurem Netzwerk sind. Solltet ihr eine öffentlich zugängliche IPv4 haben, ihr könnt das bei eurem Hoster, bei eurem Internetanbieter nachfragen. Das wird wahrscheinlich dann irgendwas extra kosten, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Natürlich müsst ihr dann noch die Ports im Router freigeben. Ihr müsst den Port routen auf den Rechner, wo der Rust-Server läuft. Sonst bringt euch auch eine öffentliche IPv4 nichts. Ja, es geht halt nicht mal einfach so. Ja? Dieser Home-Server ist dafür, wofür man den in erster Linie nutzen kann. Dafür, dass ihr euch da einloggt, ihr seid Admin, ihr könnt irgendwas ausprobieren, ihr könnt euch neue Updates anschauen, sonst irgendwas. Das ist keine Geschichte, dass ein Rust-Server in-game ist und der Server online ist und dann kommen da im besten Fall noch 3-4 Leute drauf, die da gerne spielen wollen und ihr fahrt einen Rechner runter und der Server ist weg. Also von daher ist das gar nicht so schlecht, dass es keine öffentlichen IPv4 mehr gibt, weil das war früher halt öfters mal der Fall. Ne? Und dafür ist das halt einfach nicht gedacht, allein auch aus Performance-Gründen, ja, wenn das Ding auf eurem Rechner läuft. Das nur mal als Info. Wie gesagt, wenn ihr mit euren Freunden zusammenspielen wollt, sucht euch, es gibt, was weiß ich, müsste ich Rust aufmachen, tausende Server, sucht euch einfach einen Server raus, der leer ist. Geht da drauf, ihr könnt das bei Battlemetrics nachgucken, packe ich auch mal den Link in der Videobeschreibung, was da auf dem Server so los ist. Es gibt ohne Ende Server, wo einfach nur Spieler drauf sind. Dann geht halt da einfach zu dritt, zu viert drauf. Ist doch gar kein Problem. Und ansonsten müsst ihr euch halt einfach einen Server mieten. Ja? Wenn ihr euch nur einen Server für einen Monat mal mietet, wo ihr ein bisschen privat drauf daddeln wollt, ja, kostet auch nicht mehr als ein Zehner. Ja? Also von daher, nochmal zusammengefasst, es ist nicht so einfach. Es geht natürlich theoretisch, ja, wenn ihr eine zugängliche IPv4 habt. Gar kein Problem, ihr routet den Port in eurem Router auf die IP-Adresse oder den Hostnamen eures Rechners, wo der Server drauf läuft. Ja, das müsstet ihr einmal googeln, wie ihr das bei eurer jeweiligen Fritzbox sonstigen Router macht. Ja, das kann ich jetzt hier nicht auch noch darstellen. Ja, da müsst ihr ein bisschen eigenaktiv werden. So, das war's aber auch schon. Das ist alles. Wer ein bisschen Rust Gameplay sehen möchte, ich habe aktuell eine aktuelle Staffel. Könnt ihr gerne mal reingucken, würde ich mich drüber freuen. Verlinke ich euch hier am Ende des Videos mal. Ansonsten streame ich dreimal die Woche auf Twitch. Dienstags, Donnerstags, Sonntags. Wer da Bock hat, kann da auch mal reingucken. Ab und wann gibt es sonntags auch mal Rust. Ansonsten ist aktuell mehr so Escape from Tarkov in den Streams bei mir zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und habt viel Spaß in Rust. Tschüssi.